Es gibt Leute, die halten den Unternehmer für einen räudigen Wolf, den man totschlagen müsste. Andere meinen, der Unternehmer sei eine Kuh, die man ununterbrochen melken könne. Aber nur wenige sehen in ihm das Pferd, das den Karren zieht. Hannes, was sagst du zu diesem Zitat von Winston Churchill? Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn, Folge 8. Du kannst mich ab heute Pferd nennen. Ich bin dein Beauty. Ja, es stimmt, dieses Unternehmertum, das ist irgendwie aus meiner Sicht überhaupt in den letzten Jahren immer wieder so dargestellt worden, als wie wenn es die größten Ausbeuter wären. Ich hoffe, auch das ändert sich ein bisschen mit dieser Krise, weil ganz ehrlich, wir wissen das jetzt nicht erst seit Beginn der Krise, aber gerade in der Krise, glaube ich, ist es schon sehr herausfordernd für alle und es trennt sich meiner Meinung nach auch die Spreu vom Weizen. Es ist nicht wirklich leicht. Und da können wir beide jetzt gerade, glaube ich, ein Lied singen. Die Frage ist, wer kommt besser durch diese Krise durch? Wer bereitet sich jetzt besser vor auf den Wiedereinstieg und so weiter? Aber auch natürlich so Themen, über die wir eh schon öfter gesprochen haben. Wie geht man mit Mitarbeitern um? Das ist halt in so einer Krise essentiell. Und ich glaube, es verändern sich auch viele Unternehmenskulturen jetzt gerade. Da war schon wichtig, wie war es vorher, aber es wird sich jetzt einfach sehr viel ändern. Und ich glaube am Ende des Tages auch hoffentlich, dass wir nicht nur als die Pferde dann dastehen, sondern dass man durchaus auch akzeptiert, dass wir alle sehr redlich bemüht sind, dass wir was Gutes für unsere Mitarbeiter tun, dass wir vor allem auch was Gutes für unsere Kunden tun, die am Ende des Tages unsere Rechnungen bezahlen. Und natürlich, wenn am Ende des Tages dann auch mal was rausschaut, dann ist das ja gut so. Aber das Risiko, das wir das Unternehmer generell aktuell nehmen, ist halt ein riesiges. Ja, und ich finde, man sieht es ja an den Maßnahmen, und dass die Unternehmen alle bemüht sind, dass die Mitarbeiter beispielsweise bleiben. Was ja immer so gesagt wird, einem sind die Mitarbeiter egal und man beutet sie nur aus. Das ist ja so tatsächlich das, wo, so ehrlich muss man sein, selbst die Arbeiterkammer ja mal mit einem gewissen Werbespot da ganz stark gegen die Wirtschaftstreibenden agiert hat. Und ich finde, das sieht man gerade jetzt, dass das eben nicht unbedingt so ist, sondern dass einem sehr wohl was am Team liegt und dass man nicht einfach Hals über Kopf irgendwelche Entscheidungen trifft und irgendwas macht, sondern immer mit Vollgas da dahinter ist. Ich hoffe, das sehen die Leute. Ich hoffe auch, dass dieses Thema Sozialpartner, ob es jetzt die Wirtschaftskammer ist oder die Arbeiterkammer, dass das wieder mehr zusammenrückt, auch mehr mit der Regierung zusammenrückt. Ich finde ja, dass wir in Österreich das hervorragend managen. Und sicher passieren auch da Fehler, aber grundsätzlich ist die Richtung eindeutig besser. Und ich habe, wie schon mehrfach erwähnt, viel mit internationalen Unternehmen zu tun und kriege sehr viel mit, was gerade passiert in UK, in Amerika, Brasilien und so weiter. Da sitzen überall unsere Kunden. Und wenn man da mal hört, wie es in diesen Ländern gerade zugeht, dann können wir durchaus stolz sein, wie es bei uns gerade abläuft. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass Regierung oder generell Politik wieder viel stärker mit Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und so weiter gemeinsam nach Lösungen suchen und nicht immer nur dieses Gegenüber, der Arbeiter ist der Böse, der Unternehmer ist der Böse. Ich glaube, das hilft überhaupt auch nicht nur in Krisenzeiten, aber niemandem weiter. Und wir haben uns ja auch sehr stark gewandelt in den letzten Jahren. Wenn du in den 60er, 70er Jahren und so weiter schaust, da war ja das noch anders, wie sich der Arbeitsmarkt dargestellt hat. Heute kämpfen wir alle händeringend um gute Leute. Das stimmt. Wenn man jetzt gerade eben nicht, aber sonst ist einfach, wenn du zu Unternehmen schaust, ob sie Lehrlinge einstellen wollen und so weiter, es ist ein Riesenbedarf an Arbeitskräften. Ja. Somit müssen sich die Unternehmen sehr viel einfallen lassen, dass sie die besten Köpfe bekommen. Das ist einfach anders wie in den 60er, 70er Jahren. Und jetzt in der Krise halt noch umso mehr, wie behalte ich einfach diese Köpfe, wie komme ich durch diese Krise durch? Gleichzeitig weckt es vielleicht ein paar Leute mal auf, die, ich sage jetzt mal allgemein gesprochen, sich an mancher Stelle vielleicht zu fein waren für bestimmte Tätigkeiten oder so und oder der Meinung waren, nichts tun zu müssen. Vielleicht begreifen die jetzt aber auch, dass es um was geht und dass jeder da irgendwie seinen Beitrag auch leisten sollte in so einem Sozialsystem. Aber da hätte ich, kann ich dir eine Story erzählen von letzter Woche, wenn du magst. Jetzt bin ich gespannt. Ist aber keine neue Kategorie oder so, aber ich möchte eine kleine Geschichte erzählen von einem Unternehmen,
dass ich nicht sagen werde, wer das jetzt war. Also ich werde das Unternehmen nicht nennen. Aber ich glaube, dieses Unternehmen hat genauso wie viele andere Unternehmen in der Krise jetzt Herausforderungen zu bewältigen. Und zwar ging es darum, dass dieses Unternehmen seit einiger geraumer Zeit einen Webshop versucht aufzusetzen. Mehrere Versuche sind schon gescheitert, dass das einwandfrei ist. Ich glaube, wer kennt das nicht? Dieses Webshop ist auch manchmal ein schwieriges Thema. Ist wirklich ein schwieriges Thema und es ist nicht wirklich einfach abzuwickeln, auch wenn es viele Agenturen da draußen gibt, die sagen, ja, das ist alles super einfach. Und jedenfalls, dieses Unternehmen braucht aufgrund derer Produkte, die sie im Portfolio haben, sehr, sehr rasch einen Webshop. Und die haben sich was in der aktuellen Zeit ja generell gut wäre, weil wenn man einen Webshop hat, ist man jetzt halt in der Phase, glaube ich. Also bei Matics machen wir viermal mehr Webumsatz als wie sonst. Aber wenn man, also die brauchen das jetzt ganz dringend, haben sich dann an mich gewendet durch unterschiedliche Beziehungen und haben gesagt, wie würdest du das angehen? Und ich habe denen gesagt, naja, ihr solltet so schnell wie möglich natürlich einen nachhaltigen Webshop aufstellen, das ist sonnenklar, wo dann eine Anbindung zum ERP-System ist und so weiter, weil es bei denen auch um vielen Produkten geht. Aber was ich sehr entscheidend finde, ist, dass sie eine schnelle Lösung auf die Welt bringen und die nicht 2 bis 4 Wochen dauert, sondern 2 Tage im besten Fall. Und habe denen dann meine Erfahrungen mit Website-Konfiguratoren wie Jimdo erzählt. Gibt es mehrere, gibt es ja Wix.com, Jimdo und so weiter. Die sprießen ja auch aus dem Boden, diese Lösung. Sprießen aus dem Boden. Ist super einfach zu bedienen. Also wenn du, ich sage jetzt mal, für eine private Website, du brauchst nicht mehr als wie das. Kostet de facto nichts. Und meine Empfehlung war, obwohl das ein großes Unternehmen ist, aber eben keinen Webshop hat, macht doch einfach innerhalb von 1-2 Tagen so eine Website. Sie wird nicht alle Stückeln spielen, wie man sich das so wünscht. Mag schon sein, sie ist nicht angebunden an ein ERP-System. Aber ihr habt es als Übergangsding mal für, sage ich mal, 2 Wochen oder 4 Wochen. Und dann schmeißt ihr es in den Mistkübel und habt hoffentlich nach 4 Wochen oder vielleicht auch länger die nachhaltigere Lösung implementiert. Bei nachhaltigeren Lösungen haben sie diskutiert über Magento, über Shopify, über solche Lösungen einfach. Und gut, das war so meine Empfehlung an den Geschäftsführer. Ich wurde dann, haben Abstimmung gehabt mit der Marketingdame und da kam so ein bisschen die Info, naja, entspricht jetzt nicht ganz sozusagen den Vorstellungen oder den Qualitätskriterien oder wie auch immer man das sagen soll oder dem Niveau des Unternehmens und so schnell was hingerotzt ist jetzt nicht deren Lösungsansatz. Und herausgekommen ist eine WooCommerce-Lösung, die sie anscheinend jetzt nicht ganz unaufwendig quasi. Auch nicht ganz unaufwendig, aber für den Mistkübel. Also ihnen ist bewusst, dass das dann auch nur eine Übergangslösung ist. Das dauert jetzt auch ein paar Wochen. Also es ist genau der Mittelweg herausgekommen, der meiner Meinung nach der schlechteste ist, den man jetzt wählen kann. Und da wird halt irgendeine Agentur wieder schöne Szenen gemacht haben und das Blaue vom Himmel versprochen haben. Aber Das heißt, es ist weder die schnelle, einfache Lösung, die einfach wirklich instant steht und man mal loswerken kann, noch die Lösung, okay, dann lassen wir es jetzt kurzfristig und machen wirklich richtig gescheit was auf 5 Wochen Basis. Geschweige denn beide, ich hätte ja vorgeschlagen, diese ganz kurzfristige jetzt als Übergang zu nehmen und ja, ist nicht herausgekommen. Und es geht mir jetzt gar nicht darum, was da herausgekommen ist, aber du hast ja vorher angesprochen, haben es manche schon verstanden, in welcher Situation wir sind. Ja. Und das glaube ich, das möchte ich mit diesem Beispiel sagen, ich glaube nicht. Also jetzt bei den Geschäftsführern, da ist es schon so, dass die das verstanden haben natürlich. Weil aber sie im Zahlen Team, mit den Mitarbeitern so, einfach noch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob jeder Mitarbeiter, du hast das letzte Mal gesagt, na, Homeoffice ist so quasi der Urlaub für daheim, so eine kritische These aufgestellt. Und bei manchen, ich wollte da nicht pauschalisieren. Ist mir schon klar, aber bei dem stelle ich jetzt mal eine kritische These auf, hat es wirklich jeder begriffen? Wir haben mittlerweile seit 2-3 Wochen
jeden Tag hunderte Nachrichtensendungen, wo es um das geht, wie kann man Wirtschaft retten, und es geht um Milliarden, es geht um Arbeitsplätze. Wir haben mittlerweile seit mehreren Tagen, glaube ich, 150.000 Arbeitslose mehr. Noch nicht gesprochen von den ganzen, die in Kurzarbeit sind und ja. 20% netto weniger verdienen und. Und dann sagt wer, naja, mache ich nicht, weil das sehe ich nicht so als das Niveau an und so, hat es de facto meiner Meinung nach nicht verstanden, um was es in den Unternehmen geht gerade. Soll so sein, aber das ist aus meiner Sicht schon ein Ausdruck, dass es bei allen Leuten einfach noch nicht angekommen ist. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen so die Haltung, ich bin eh in einem großen Unternehmen, da kann mir de facto nichts passieren. Nichts passieren, ja. Am ersten habe ich mein Geld oben, egal was ist. Und das ist aber gerade schwierig. In so einer Situation de facto nicht so ist, weil selbst große, etablierte Unternehmen, wo viel Geldreserven sind, die sind alles andere als wie entspannt gerade. Und darum gibt es auch ein Rettungspaket von 38 Milliarden. Die amerikanische Wirtschaft hat heute 2 Billionen Dollar, pumpt sie in die Wirtschaft. Und das, obwohl der Trump sagt, in 2 Wochen ist die Wirtschaft eh wieder gut. Also man muss sich diese Dimension mal vorstellen. Und wenn das noch immer nicht bei jedem Mitarbeiter angekommen ist und dass man zusammenhalten muss und dass man schauen muss, wie jeder Euro irgendwie hereinkommt oder wie man sich einfach besser darstellt nach der Krise, dann frage ich mich manchmal schon, ob die Einstellung von so unserer Generation abwärts wahrscheinlich, ob die da so wirklich richtig ist und auch krisensicher ist. Ja, das ist eben die Frage. Ich glaube, einerseits begünstigt das natürlich das Aussortieren am Markt, das Bereinigen, was ja viele jetzt auch vorhersagen. Ich glaube, dass viele, die es halt nicht verstanden haben, auch als quasi Team, was dahinter steckt, ich glaube, dass das einfach die Firmen sind, die vielleicht da, so hart es klingt, so drastisch dran zerbrechen, dass da wirklich nach der ganzen Krise wirklich negative Folgen gibt. Ich wünsche es natürlich keinem, aber ich glaube, dass das passieren wird, weil alle, die das jetzt verstehen und alle darauf hinarbeiten gemeinsam, werden halt danach gestärkt rausgehen oder diese Zeit zumindest so überstehen, dass der Schaden in Grenzen gehalten wurde und man dann wieder voll agieren kann. Also ich meine, wir hatten gestern Abstimmung bei Matics, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Da ist es so, und wir haben das auch mit unseren Shareholdern abgestimmt, da ist es so, dass wir die Krise einfach annehmen, sagen, die ist jetzt da, sie wird uns treffen in ganz vielen Bereichen, zum Beispiel bei uns, Zielgruppe Friseure haben zu, kaufen aktuell gerade nichts, Zielgruppe Retail hat offen, im Sinne von Drogeriemärkten, aber jetzt ist aktuell noch nicht unser Produkt das Highlight-Produkt, also wir gibt noch keine, so wie beim Globerbier-Challenge, noch keine Wachsstreifen-Challenge, also das heißt, auch da erwarten wir, dass das maximal normal weitergeht, eher einbricht ein bisschen. Also für uns alles andere super. Wir haben die Krise angenommen, wir haben jetzt andere Produkte, können wir vielleicht nächstes Mal erzählen drüber, ein bisschen versucht auf die Beine zu stellen. Aber jetzt mal unser Kerngeschäft herangezogen. Wir haben ganz klar die Vorgabe gemacht, wir wollen jetzt Projekte, die schon lange gelegen sind, vorantreiben. Wir machen jetzt strategische Geschichten, wo wir sagen, okay, wir glauben dran, wir führen neue Produkte ein und so weiter, auch wenn es jetzt gerade keiner kauft, aber wir machen das Packaging-Design und so weiter. Und unser oberstes Ziel ist es, wir stellen uns quasi den Tag vor, wo alles vorbei ist, im Sinne der Krise, und sagen, so, jetzt dürfen wir wieder alle normal arbeiten, es hat sich alles am Weltmarkt normalisiert, dann wollen wir die sein, die mit einer super Produktpalette, mit neuen Produkten einfach total gut aus der Krise gekommen ist, ohne irgendwelche Einschränkungen, lieferfähig sind und. Und das ist sozusagen unser oberstes Ziel. Das heißt, wir jammern nicht die ganze Zeit rum, dass es jetzt Krise ist. Das wissen wir alle, mittlerweile haben wir verstanden. Und auf der anderen Seite müssen wir einfach schauen, wie können wir diese Krise nutzen, welche Chancen gibt es da, welche anderen Produkte wird es nachher geben und so weiter. Und auf die stellen wir uns vor. Ob das jetzt dann Mitte April ist, wenn das losgeht, ob das im Juni ist oder im September, das werden wir dann sehen. Aber bis dorthin wollen wir einfach tipptopp aufgestellt sein. Zum Beispiel, bei uns war ja auch Web immer ein bisschen so ein Stiefkind. Und ich glaube, wir haben uns da echt super aufgestellt die letzten Wochen.
Jetzt muss man nur dazu sagen, dass das trotzdem, ich finde die Einstellung löblich, es wird nicht für jeden so übertragbar sein oder funktionieren. Nämlich erst recht auch aus Gründen der Liquidität und Co. ist es zwar leicht gesagt oder eine schöne Zielsetzung. Ich glaube, dass manche aber entweder keine neuen Produkte rausbringen können, im Sales komplett anstehen und dann schauen müssen, was sie für Lösungen oder Ansätze finden, um das zu machen. Also ich glaube, dass es möglich ist und das Mindset stimmen muss. Aber ich glaube, dass nicht für jede Branche, jedes Unternehmen eins zu eins übertragbar ist. Das ist schon klar. Wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir unsere Zielgruppe, der Friseur her, was soll sich der besser vorbereiten? So, also, ja. Aber, und da vielleicht aber schon ein kleiner Input. Also der Friseur hat jetzt zu, er kann keine Kunden bedienen, für den ist die Liquiditätssituation gerade katastrophal. Ja. Dort hoffen natürlich alle, dass die Regierung einschreitet und die irgendwie dadurch die Krise bringt. Alles andere kann man eh nicht machen, weil sie haben einfach keine Kunden. Also das heißt, da müssen wir auf die Regierung vertrauen. Aber, und jetzt kommen wir zu dieser Einstellung, und da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Ich glaube, auch der Friseur, der jetzt gerade das absolute Liquiditätslimit erreicht hat und dem es richtig dreckig geht, aber der könnte in dieser Zeit sich überlegen, wie kriegt er die Leute, wenn es dann losgeht, schnell in seinen Laden? Wie kann er es gut abwickeln? Weil was wird passieren? Wir laufen alle mit den Zotteln herum jetzt. Was kann er da vielleicht für Sondergeschichten machen? Wie ist vielleicht, ich weiß es nicht, die Öffnungszeit eine andere, ein bisschen flexibler? Welche Angebote gibt es? Wie spricht Angebote er die Kunden an? Theoretisch könnte er jetzt schon Marketingaktivitäten, das richtig. Ist mir bewusst, im Rahmen der Möglichkeiten nur ganz kurz, halt. Nur ganz kurz, und zum Beispiel, wir bieten jetzt bei Antmatics jeden Tag um 15 Uhr auf Instagram eine Augenbrauenschulung an. Und zwar, da zeigen wir, wie wir glauben, dass die perfekte Augenbraue ausschaut, welche Produkte wir natürlich von Antmatics dazu verwenden, und da kann man auch Fragen stellen. Und dort kann man aber auch sagen, hey, ich hätte gerne ein eigenes Webinar, wo du mir das nochmal ganz im Detail nur für mich erklärst, ist alles kostenlos. Und ich, wenn jetzt zum Beispiel, wenn es einen Salon gibt, der in der Vergangenheit zum Beispiel das Thema Augenbrauenservice noch nicht so gemacht hat und sehr stiefmütterlich betreut hat, dann kann er das jetzt in dieser Phase, wo es zugegeben beschissen ist gerade, aber schon sich weiterentwickeln, überlegen, was kann er dann nachher anbieten, wie kann er es vielleicht besser anbieten, wie kann er nachher vielleicht ein bisschen mehr Umsatz machen. Diese Zeit für die Schulung hat er ja sonst normalerweise nicht. So, gilt wieder nicht für jeden, aber ich weiß es auch von Unmengen, ob es jetzt, also von anderen Unternehmen, wie wir die einfach gratis Schulungen und so weiter alles anbieten, muss ja nicht immer Antmatics sein, und das sind schon so Dinge, die ich zumindest ein bisschen machen kann. Und um das geht es mir eigentlich. Also ich habe nämlich auch in dieser Zeit jetzt sehr viele Unternehmer gehört, die so verfallen in Weltuntergangsstimmung und es geht alles ein. Ja, das glaube ich einfach nicht. Hilfreich. Nicht. Es hilft niemandem was. Wir wissen alle, wie beschissen das ist. Es trifft ja in Wahrheit jeden. Ich glaube nicht, dass es gibt kaum ein Unternehmen, das jetzt sagt, das ist das Beste, was mir jemals passiert ist. da gibt es ganz, ganz wenige wahrscheinlich. Aber der Gros der Unternehmen verlässt sich auf die Regierung, dass sie mal durchgebracht werden durch die Krise. Und mein Appell sozusagen ist, wurscht, ob es ein kleines oder ein großes Unternehmen ist, nutzt die Angebote, die da draußen jetzt in einer Vielzahl kommen, an Schulungen, Webinaren, keine Ahnung, um auch die Leute vielleicht auf andere Geschäftsmodelle oder was auch immer, andere Services einfach fit zu machen. Presono überlegt ja auch, was kann man machen nach der Krise, welche Produkte gibt es und so weiter. Beziehungsweise ich möchte da noch anschließen, was viel wichtiger ist, es sollten mal alle nicht in dieser Schockstarre verharren, was noch immer der Fall ist teilweise, sondern einfach diese Zeit auch nutzen. Und selbst wenn ich jetzt nicht großartig diese jetzt beschriebenen oder genannten Maßnahmen oder Möglichkeiten sehe, ich kann trotzdem Dinge aufbauen im Hintergrund, die sowieso wichtig sind. Zum Beispiel Digitalisierung ist jetzt ein Thema. Digitale Vertriebsunterstützung für die Projekte Zeit nehmen, wo einfach
normalerweise vielleicht im Alltagsgeschäft nicht ausreichend Zeit ist. Und ich sehe das eh bei unseren Bestandskunden jetzt bei Persona. Zum Beispiel die, die sich wirklich schon entschieden haben, da geht es auf einmal ab. Die wollen was machen. Die haben sie ja sagen, hey, wir haben jetzt die Zeit, wir wollen uns das anschauen. Genau jetzt sitzt eh jeder im Homeoffice, kann die Schulungen mitmachen. Wir können uns die Strukturen überlegen. Wir können da Sachen aufbereiten, planen und Co. Und genau für sowas sollte man es einfach nutzen. Und ja, so, an der Stelle sollten wir aber endlich diese Diskussion zu Corona, Covid-19, glaube ich, beenden, weil sonst wird das eine Folge, wo es nur darum geht. Sorry, aber es beschäftigt uns natürlich, ich glaube, alle beschäftigt es. Natürlich, Und wenn man vielleicht eine oder andere Tipp vielleicht geben kann, ja, oder vielleicht Anregung. Und unbedingt. Ich glaube, jeder sollte einfach überlegen, was kann er in seiner Situation irgendwie machen. Ich habe jetzt gestern, und das ist das Letzte, was ich noch sage, im Radio gehört, dass zum Beispiel eine Apotheke bei uns in der Plus City, die offen hat, aber die haben zwar offen, aber es gibt irgendwie viele Leute, die nicht in die Plus City fahren können, ältere Leute und so weiter oder die in Quarantäne sind, und dort gibt es mittlerweile Lieferservice. Das war bei denen total unüblich vorher, auf einmal funktioniert das. Dasselbe habe ich bei einem kleinen Laden aus Linz irgendwo gesehen, der jetzt einfach Lebensmittel ausliefert. Bei mir zu Hause kommt der Bäcker jetzt viel öfter, normalerweise jeden Samstag, jetzt fährt er hier vorbei. Ja, aber das sind dort die naheliegenden Sachen. Jetzt muss man auch ganz ehrlich sein, das ist jetzt total naheliegend. Und wer das nicht macht jetzt als Geschäftsunternehmen, was das normalerweise einen Store hat, und wer das jetzt nicht macht, dem kann man dann aber wahrscheinlich auch nicht mehr... Ja, aber nimm mal einen Rechtsanwalt her. Also ist jetzt der Rechtsanwalt, mit dem hast du wahrscheinlich vorher eher weniger über Skype oder Videoconferencing-Tool gemacht. Ich glaube, solche Sachen, das wird jetzt einfach umgestellt. Wird es wahrscheinlich noch immer welche geben, die das nicht machen und sagen, ja, kommen Sie in meiner Kanzlei vorbei. Aber also ich glaube schon, es wäre zu einfach zu sagen, ja, es ist alles so naheliegend und die machen das schon und alle anderen gilt das nicht. Mir ist bewusst, es gibt viele Firmen, wo diese Tipps nicht helfen, weil es einfach ganz anders ist. Dann wird es andere Tipps geben. Aber dieses, ich will einfach den Appell aufrufen, denk mal an die Zeit danach, es wird die Welt nicht untergehen und wir werden nachher genauso eine Wirtschaftsleistung haben. Und wie können wir uns einstellen? Und gerade wir Startups haben die Möglichkeit, schnell, flexibel zu agieren. Jetzt wäre es noch gut, wenn die Politik auch noch ein bisschen was für uns über hat, aber sonst wären wir eigentlich die Schnellen, da tun sich die Großen ja viel schwerer. Ist absolut richtig. Ich beende das trotzdem jetzt an der Stelle, weil ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich kann das Thema langsam nicht mehr hören, weil man weil man aber einfach so überflutet ist mit News. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir beschäftigen uns gerade jeden Tag von früh bis spät damit. Und das ist der Hintergrund. Jeder Termin wird verschoben. Es ist ja wirklich so. Es wird alles verschoben. Ständig kommt aber was rein. Man arbeitet an eben genau diesen Alternativszenarien, gibt komplett Gas, haut noch mehr Arbeit rein, als man sowieso schon hätte, aus genau den genannten Gründen. Und das ist der Grund, warum ich jetzt überleite. Und lass uns mal über was anderes reden. Haben wir eine lustige Kategorie oder irgend sowas? Wir könnten als Überleitung Werbung einschalten. Werbung. Oh. Es ist nämlich so, Hannes, wir sollten mal wirklich drüber reden. Es ist ja so, heutzutage möchte man ja schön gestaltete Verkaufsunterlagen haben und man will da irgendwie sich behaupten, will was Tolles machen. Und dann sagt man aber, ja, es ist irgendwie, wie bringe ich das jetzt rüber? Wie visualisiere ich das? Und da gibt es die Katharina und die Petra. Die bieten unvorstellbare Designleistungen, nämlich für Präsentations- und Messeapplikationen an. Also es ist unpackbar, aber es ist wirklich schön, was da möglich ist. Und die zwei haben sich nämlich spezialisiert auf Vorlagen in Presono. Ist das vorstellbar? Haben sie bezahlt, dass sie jetzt in unserer Werbekategorie sind? Oder hast du das gemacht? Wir verhandeln noch über die Bezahlung, aber es ist grundsätzlich so, dass wir in Vorleistung gehen sollten. Ich habe gesagt, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und ich muss ehrlich sagen, liebe Leute, denkt dran, im Vertrieb auf Messen, simple Standardvorlagen waren gestern. Jetzt ist Zeit für interaktive, fancy Sachen. Und immer dran denken, Content ist King, aber die Visualisierung die Queen. Deshalb Template-Spaß mit Betsy und Kathi, jetzt zum Online-Webinar anmelden, die Tricks und Kniffe der Profis lernen oder auch ein individuelles Gestaltungskonzept anbieten lassen. Seid dabei, schaut es euch an, probiert es aus oder meldet euch. Und ja, das sollte einfach mal gesagt werden. Willst du Templates? Kathi und Pets.
Sehr gut. Kostet 10 Euro, oder? Oder wie war das? Ich schmeiß auch die 5 Euro rein, weil ich vorher erzählt habe, dass wir um 15 Uhr jeden Tag ein Webinar haben, also nicht Webinar, auf Instagram live sind unter Matics-Professional und einfach vorbeischauen, da ist die Angie jeden Tag um 15 Uhr. Ich schmeiß was in die Kasse und jetzt ist Werbung Ende. Werbung Ende. Oh, Wahnsinn. Ja, so, aber könntest du jetzt dann mal den Vertrieb starten eigentlich für den Podcast, dass das vielleicht Unternehmen uns zahlen, dass wir hier irgendwas was reinbringen? Können gern den Vertrieb starten. Ich mache ja, also ich habe ja sonst nichts zu tun. Ich werde jetzt einfach mal durchtelefonieren. Aber haben wir jetzt, Werbung ist ja keine lustige Kategorie. Was haben wir denn für eine Kategorie, die lustig ist? Wir haben viele Themen. Nein, lass uns inhaltlich über was reden und das könnte auch lustig werden. Ja, inhaltlich. Ich habe die Höhle der Löwen mir nachträglich angeschaut. Also kannst du das zusammenfassen? Mach mal in Zukunft das so ein bisschen zusammenfassend, oder? Genau. Nicht auf jedes eingehen. Das fänd ich nämlich auch gut. Und das Lustige ist dabei, aber es gab ein Beauty-Startup. Nein, ich schon wieder. Und jetzt würde mich aber interessieren, ob du die nämlich vielleicht sogar kennst. Sie sind nämlich aus Österreich. Sie sind aus Österreich. Na dann. Sie heißen CB Lash. Okay, der Gesichtsausdruck für alle, die das jetzt hören und Hannes nicht sehen, der Gesichtsausdruck vom Hannes ist irritiert, sagt ihm nichts. Sie machen magnetische Wimpern, künstliche Wimpern quasi, die magnetisch sind, doch, die du ranmachen und abnehmen kannst. Und die waren bei der Höhle der Löwen dabei. Ja, kenne ich schon. Mir hat der Name jetzt nichts gesagt. Aber kenne ich schon. Ich versuche jetzt nur gerade ein bisschen mich zu sammeln. Also das ist ja auch wieder nichts komplett Neues leider. Also wenn du mal auf dem Wimpernsektor, wo ich kein Experte bin, um ehrlich zu sein. Aber da gibt es ja Anbieter wie Sand am Meer. Und auch diese Magnetwimpern habe ich schon öfter gesehen, international. Aber keine Ahnung, ob die das besser machen. Ich habe es jetzt kurz gegoogelt, ja, habe ich schon gehört und gesehen. Ich kann aber da ehrlich gesagt nicht viel dazu sagen, außer, dass dieses Thema Wimpern, also wir haben es nicht am Radar oder nicht wirklich, also Radar schon, aber wir bieten nichts an, außer bald ein Wimpernserum. Und du kannst mit unseren Augenbrauen und Wimpernfarben die Wimpern färben. Aber so wie es die machen, dass sie Wimpern aufkleben, das machen wir nicht. Und da gibt es ja viele Unterschiede, ob du jetzt Naturhaar nimmst, ob du künstlich hergestellte Sachen nimmst. Da ist zum Beispiel, soweit ich weiß, Indonesien eines der größten Länder, wo das selbst geklebt wird, eben jetzt diese Magnetdinger. Aber das Thema Wimpern ist riesig, also unfassbar. Ich als Mann habe das irgendwie so nicht gewusst, wie riesig das Thema Wimpern eigentlich ist. Unfassbar, das hat auch die Judith Williams gleich gesagt in der Runde natürlich. Und sie ist übrigens am Ende auch eingestiegen. Aber das Tolle dort ist scheinbar, dass die tatsächlich ein Patent haben. Und die Judith Williams hat dann nämlich 3000 Mal ungefähr nachgefragt, ob es wirklich ein Patent ist und kein Geschmacks- oder Gebrauchsmuster. Und da waren dann alle, also sie haben das klar gesagt, ja, es ist jetzt patentiert seit Ende letzten Jahres. Und dann hat sie gesagt, dann ist sie dabei. 200.000 Euro, 50% statt 20%, was ursprünglich das Angebot war. Aber sie hat natürlich die Möglichkeit, das Ding gescheit zu vermarkten, weil du kriegst dann so eine Box, wo diese Wimpern drin sind. Dann hast du dazu die verschiedenen Tools, so nenne ich es jetzt mal, von so einer Wimpernzange angefangen, bis allem, was du da brauchst, zum Befestigen anbringen. Du kannst eine so eine künstliche Wimper irgendwie 50 Mal nutzen. Und ja, das ist natürlich für sie, das ist der Vermarktungskanal schlechthin, so ehrlich muss man einfach sein. Dadurch ganz, ganz guter Deal. Und was ich cool fand, das waren halt auch zwei, die sich hingestellt haben, die gesagt haben, ein Elektromechaniker und eine Friseurmeisterin, die das zusammen gemacht haben. Und die haben klar gesagt, sie sind nicht die Verkaufsgenies oder Marketinggenies. Sie haben das halt irgendwie erfunden und grundsätzlich möglich gemacht. Aber sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen mit Verkaufen. Sie haben da keinen Einblick oder zu wenig Erfahrung und brauchen genau die Unterstützung. Und da war das natürlich der Deal, der einfach perfekt passt. Ja, na, sowas wird auch gut funktionieren. Wir werden bei Matics, da nehme ich jetzt schon ein bisschen was vorweg, wie gesagt, ein Augenbrauen- und Wimpern-Serum anbieten. Das heißt, dass deine eigenen
Haare wieder besser nachwachsen, weil einfach die Nachfrage riesig ist. Ich habe es eh schon gesagt, also Wimpern und Augenbrauen sind einfach total wichtig. Und wir werden auch so eine nennt sich so eine, also Wimpernwelle, hat das in Deutschland mal geheißen, oder heißt es in Deutschland Wimpernwelle, Lashlifting heißt es jetzt neu. Solche Kits werden wir auch anbieten in der Zukunft. Aber das dauert bei uns ein bisschen. Bei uns geht immer alles von der Augenbraue aus. Aber dieser Markt ist riesig. Und wenn da um die Judith Williams für 200.000 oder was das gesagt hast, 50% von der Firma hat, mit einem anscheinend Patent, das war ein Schnäppchen für die gute Frau. Ja, ist absolut, absolut richtig. Da klinke ich mich jetzt schnell ein, weil das Thema Patent, das war ich habe 2 Millionen zumindest ein bisschen was geschaut. Und da war einer, der hat für so Flaschen hat er so einen Verschluss gemacht, dass im Sommer, dass die Wespen nicht reinfliegen, klippst du sowas drauf und du nimmst die Flasche in die Hand und führst sie zum Mund und trinkst und dann geht der Verschluss automatisch auf. Okay. So, und das hat er. Und schließt sich danach auch wieder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Richtig, genau. Okay. Genau. Also quasi mit dieser Bewegung, dass du die Flasche zum Mund führst, geht dieser Mechanismus auf und wenn du das wieder hinstellst, geht er automatisch wieder zu. Ist aber jetzt nicht dicht, das heißt, du kannst die Flasche nicht umdrehen oder so. Oder es geht nur darum, dass keine Insekten reinkommen. Richtig, genau. Und dann kam die Frage, na, haben sie es patentiert? Dann wurde da herumgedruckst bis zum geht nicht mehr. Und de facto nein. Im gleichen Atemzug hat er erzählt, also irgendwie das angemeldet ist. Also, aber im gleichen Atemzug hat er erzählt, dass er schon Produkte verkauft hat. Ja. 28.000 Stück und so weiter. Und da vielleicht mal ein kleiner Tipp an alle da draußen. Wenn ihr was patentieren wollt, dann solltet ihr es möglichst wenig Leuten zeigen. Und, weil sonst kann euch passieren, dass das Ding als State of the Art eingestuft wird und schon bereits verkauft und so weiter. Also immer zuerst überlegen, was habe ich gemacht, schauen, kann das ein Markt sein und so weiter, dann zum Patentanwalt gehen, der soll euch ein sauberes Patent ausarbeiten, nicht jeden Blödsinn einreden lassen, dass man 100.000 Ansprüche braucht, aber mal schauen, zum Beispiel ein österreichisches Patent, dieses dann anmelden und dann in die Vermarktung gehen, weil dann hat man es vorher angemeldet, weil sonst nennt sich das Ganze State of the Art und es wird dann ein bisschen schwierig. Oder jemand anders hat es inzwischen eingereicht und angemeldet, weil er einfach schnell war. Genau. Und dann gilt es nämlich auch, wenn du es nicht eindeutig belegen kannst, dass du schon viel früher die Idee hattest und so, das ist gar nicht so unaufwendig, dann gilt nämlich das Datum der Eintragung. Ja, genau. Also, ja. Und als Tipp da auch, ein Gebrauchs- oder Geschmacksmuster ist nicht so viel wert wie ein Patent, das sei vielleicht auch mal in den Raum gestellt, dass da ein Unterschied ist und ich empfehle die Seite vom österreichischen Patentamt, um da zu recherchieren oder sich mal anzuschauen, was man so an Möglichkeiten gibt. Wobei aber vielleicht, wenn interessiert, wir hatten bei Matics vor ungefähr einem halben Jahr so einen Fall. Wir haben auch technische Patente und Geschmacksmusteranmeldungen oder international heißt das Ganze Designpatente. Designpatente ist vielleicht den einem oder anderen geläufig, weil er den Streit zwischen Apple und Samsung mal mitbekommen hat und da hat Apple quasi die runden Ecken und Samsung hat das nachgemacht und hat dann auch, also Samsung hat sehr viel Geld bezahlen müssen, weil die so eine runde Ecke gemacht haben und die zu ähnlich war dem iPhone und genau da ging es auch, war jetzt kein Patent an sich, sondern so ein Gebrauchs- und Geschmacksmuster oder Designpatent eben. Und wir haben auch vor ein paar Monaten rein aus dem Titel Gebrauchs- und Geschmacksmuster unsere Ansprüche durchgebracht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das nichts bringt oder so, das hilft schon. Nein, im Gegenteil. Aber natürlich, es ist schon, das technische Patent wirkt halt dann oft noch mehr. Aber auf der anderen Seite, ich gebe auch immer jedem mit, wenn es nicht super, super neuartig oder irgendwie sowas ist, dann hilft dir oft das Patent nichts, weil dann machst du das ein bisschen anders und dann bist du schon wieder draußen. Ja. Und viele sollten auch mal drüber nachdenken, die eigene Marke zum Beispiel zu schützen. Das ist so der dritte Bereich. Also das heißt Wort- und Bildmarke. Das ist fast noch viel wichtiger. Das ist fast noch wichtiger, wenn das wirklich was ist, was groß wird. Also
wenn es jetzt so ein Ding ist, wo man sagt, naja, mache ich jetzt ein Patent oder nicht? Ja, die Marke machst du in jedem Fall. Also das ist so das Thema, ja. die wirst du immer. Und das vergessen aber viele. Das vergessen total viele. Und ich will jetzt eine gleiche Geschichte erzählen. Ein befreundetes Unternehmen hat deren Marke in Amerika nicht eintragen lassen. Okay. Und es hat einfach ein anderer eingetragen. Und die haben riesige Probleme, wenn du natürlich zu hunderttausenden Stück und so das schon auslieferst und Kunden hast und die Marke bekannt ist und dann trägt zwei andere ein. Ah, das tut oder hat es eingetragen und die haben das einfach vergessen und das schon sehr lange. Und jetzt beginnt er dann auf einmal zu sagen, du, ich will das so nicht. Bis hin zu natürlich das Thema Webseiten und Domains sichern und so. Also das ist auch wichtig in dem Ganzen, was lasse ich mir schützen. Ja, das stimmt. Ja, guter Punkt. Dann leite ich jetzt wieder über zu ein, zwei anderen Ideen, die noch kamen. In Kurzform, wir haben ja gesagt, wir gehen kurz durch. Das war das eine, das Beauty-Thema. Da musste ich natürlich an dich denken. Das ist, danke. Ja, Beauty, das ist mein Steckenpferd. Es ist einfach, das sieht man ja schon. Das ist ja jedem bewusst. Warte mal, kannst du das jetzt wegpiepsen, wenn ich sage Arschloch? Ich piep's dann nichts weg. Die letzten Folgen waren alle schon als explicit markiert und sie sind durchgegangen. Also das passt schon. Ja, weil du über Pornos gesprochen hast. Aber es ist tatsächlich so, es gibt noch ein paar andere Sachen. Sie haben eine ganz gute Mischung. Es gab nämlich was mir Hunger gemacht hat beim Zuschauen. So eine Art Pommes-Verschnitt aus irgendeiner südamerikanischen Wurzel zum selber daheim machen, war eine Geschichte. Dann für dich als ehemaligen Schiedsrichter, wir können ja hier mal aufarbeiten, die Historie von uns beiden stückchenweise. Hannes war mal Schiedsrichter. Ja, Martin war mal Schauspieler. Oh, das ist jetzt ja, ich war mal Schiedsrichter. Aber du hättest jetzt sagen können, sieht man nicht mehr. Um auf deinen Beauty-Kommentar zu kommen. Ein schöner Schiedsrichter. Ja, ja. Aber es gibt jedenfalls Kommentaro, damit kann man Fußballkommentator-Videoclips selber machen. Du kannst quasi kurze Sportclips oder Videoclips, die du irgendwie rein zur Verfügung hast oder reinstellen kannst. Und du sprichst bei dir daheim diesen Kommentar einfach selber ein am Handy und die ziehen das durch irgendwie ihr Tool durch und hinterlegen das mit der Atmosphäre, mit der Stimmung und das klingt dann tatsächlich, als ob du gerade Fußballkommentator für das Spiel wärst und du kannst dann es deinen Freunden schicken und du kannst sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es nur in Kurzform gesehen, Leute haben, die dir folgen, wenn du das gut machst und das total geil findest, folgen dir die Leute, wie du das kommentierst, statt dem professionellen Kommentator. Das ist so der Ansatz. Aber ist es während der Fußballübertragung, oder was? Nein, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es eher im Nachgang und nicht live, sondern danach mit der Aufzeichnung. Weil live wäre das ja eine geile Idee. Wenn du sagst, das ist dieses, weiß nicht, Sky-Spiel XY und ich kann dann das kommentieren, vielleicht auch lustig und nicht nur immer so ernst, wie das immer abläuft. Ja. Das ist richtig, ich glaube, dass da die rechte Thematik schwierig wird. Ich habe das, wie gesagt, nur sehr kurz gesehen, weil die haben dann überlegt, gibt es Abo-Modelle, zahlst du pro Video und Co. Ich glaube, dass das eine lustige Spielerei ist, das war auch so Feedback aus der Jury. Durchaus coole Sache, die Fußballfans mal machen und so für einzelne Sachen oder die sie sich schenken gegenseitig zum Geburtstag oder sowas. Aber die Frage ist ja, was ist mit den Bildrechten? Wann darfst du was verwenden? Also ich glaube, du machst ja so viele Themen in dem Bereich auf, dass ich mir gedacht habe, okay, ich gehe zum nächsten. Ja. Okay. Es gäbe das Thema, das kennst du vielleicht, weil von denen hat man in Österreich schon gehört, Music Traveler. Da geht es darum, dass du als reisender Musiker immer die Möglichkeit hast, über die Plattform zu schauen, wo steht jetzt ein Instrument, mit dem ich auch mal proben oder üben kann, weil nicht jeder schleppt seinen Kontrabass zu einer Dienstreise mit oder zu einem dreitägigen Event oder auch sein Klavier. Und da hast du halt die Möglichkeit, andere zu finden, bei denen du dann üben oder proben kannst oder Räumlichkeiten hast dafür. Fand ich vom Grundansatz gut, weil das, glaube ich, wirklich ein Problem lösen könnte. Und ansonsten gab es eine Leitersicherung, da jetzt ernste Zahl, 180.000 Unfälle mit Leitern in Deutschland im Jahr passieren. Irgendwie ist das alle 3 Sekunden, glaube ich, oder alle 3 Minuten, irgend sowas ist ja, ein Leiterunfall. Wir hatten auch so einen Fall vorgestern zu Hause bei uns. Meine Frau ist von der Leiter gefallen und hat sich wehgetan. Ja, also die meisten Unfälle passieren im Haushalt.
Da ist jetzt die Frage, ist Quarantäne wirklich so der sinnvolle Schritt, um die Unfälle zu reduzieren? Meine Tochter hat Radfahren gelernt, also ich bin x-mal gegen die Hausmauer gefahren. Also Quarantäne ist wirklich schwierig oft. Aber da war halt das Thema, und das ist jetzt die Frage, so ein Add-on für die Leiter quasi, damit die gesichert in der Dachrinne hängt. Da gibt es verschiedene Lösungen. Er hat eine entwickelt, der ist Dachdeckermeister, die ganz neu und toll ist, sah auch gut aus. Aber er ist halt gleich mal rein mit ein bisschen Umsatz, keine Ahnung, zu wenig auf jeden Fall und noch gar nicht im Privatsektor am Verkaufen oder so. Aber gleich mal 2,5 Millionen Firmenbewertung, und das war einfach den Investoren zu hoch dafür, dass das jetzt ein quasi in den Kinderschuhen eigentlich noch steckt. Und ja, aber ist das nicht so ein absolutes Dümmelprodukt? Der hat auch überlegt, muss man auch ehrlich sagen. Also der hat auch überlegt, aber er meint, es hat ihn nicht zu 100% am Ende überzeugt. Es war einfach nicht komplett rund. Er meint, er glaubt dem Gründer, und dass das aus einem privaten, persönlichen Ding ist, aber irgendwas fehlt noch, und dann auch noch die Bewertung dazu. Also er meint, es war für ihn nicht ganz rund, aber er hat ganz, ganz lange überlegt. Ja. Das haben wir überhaupt zum Thema Bewertung immer, also bei 2 Minuten 2 Millionen war es eine Beratungsfirma zum Thema Pflege, die grundsätzlich eine coole Geschichte machen. Das heißt, wenn jemand von deiner Familie quasi pflegebedürftig wird, dann managen die alles für dich, ja, dass du eine 24-Stunden-Pflege kriegst und so weiter. Und ich habe mich mit dem Thema sowohl privat als auch beruflich schon ein bisschen beschäftigt. Das ist ja tatsächlich nicht ganz so trivial. Und die haben aber als Beratungsunternehmen sozusagen gepitcht, und da ist keiner eingestiegen, aber auch da Bewertung, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob ich es jetzt richtig wiedergebe, aber 1,8 Millionen oder irgendwie so. Und das ist schon ein Wahnsinn de facto, also wenn mit 300.000 Euro Umsatz. Also ich finde, es ist, gab ja jetzt vor kurzem auch die Diskussion punkto den Bewertungen, ja, dass sie, also amerikanisches Modell versus europäisches Modell oder österreichisches Modell ist ja noch viel schlimmer. Aber auf der anderen Seite muss man schon aus meiner Sicht die Kirche im Dorf lassen. Die Investoren wollen halt schon irgendwann mal ihr Geld auch wieder zurückhaben. Und wenn du halt dann quasi eine 10% bekommst von einer Firma, die 300.000 Umsatz macht. Das heißt, sagen wir mal, sie machen 30.000 Euro Gewinn. Oder keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber bei den meisten Unternehmen ist es dann so. Oder lass es 60.000 sein. Dann ist die Frage, was von dem Gewinn schüttest du überhaupt aus, oder lass du es sowieso drinnen? So, aber nehmen wir mal aus, die schütten es aus und sie machen 60.000 Euro Gewinn. Dann von diesen 60.000 Euro haben sie, sagen wir, 10%, dann bleibt dem Investor 6.000 Euro. Und vorher musste er aber investieren, weiß ich nicht, 450.000, glaube ich, haben sie aufgerufen. Okay. So, jetzt kann man sich mal ausrechnen, wie lange das dauert, dass der Investor irgendein Geld zurückbekommt. Zumal er verwässert durch Folgerunden und Ähnliches. Das kommt alles noch dazu, aber wenn du das nur mal so nimmst, hast du einfach, das muss man sich als Gründer oder der pitcht, schon etwas überlegen. Jetzt ist es sicher anders bei anderen Geschäftsmodellen. Da bin ich schon dabei. Oder vor allem, wenn es dann ins Digitale geht und so weiter, wo man zuerst viel in Vorleistung gehen muss. Aber bei vielen Geschäftsmodellen ist es einfach nicht so. Und das verstehe ich dann oft nicht, solche Bewertungen. Das bin ich bei dir. Ich sehe das auch so, das ist halt so ein zweiseitiges Schwert, also da muss man, glaube ich, genau schauen, was steckt dahinter, was ist schon reingeflossen, auch an Zeit und Arbeit, auch das spielt eine Rolle, weil wenn du da jetzt 3 Jahre ein Technologieprodukt mega advanced schon finanziert und entwickelt hast mit Patent und allem drum und dran, ist die Basis natürlich was anderes, als wenn ich einfach nur zu dritt sage, oh, jetzt machen wir halt ein bisschen Beratung, das ist jetzt sehr überspitzt dargestellt und nicht auf dein Beispiel, sondern generell, aber ja, wir haben zum Beispiel was ein Riegel-Startup total nett gemacht aus Oberösterreich, hat die ganze Familie gepitcht, die machen so Riegeln ohne Zucker für die Kinder. War zufällig der Heinrich in der Jury, in der Folge? Nein, war nicht da, da haben wir gedacht, das wäre der Richtige gewesen, aber True Love war da. Also die Firma heißt True Love und sie haben solche Kinderriegel gemacht, haben auch mit den Kindern gepitcht. War wirklich eine runde Sache, total nachhaltig in der Familie, Family Business, hochgezogen, ganz klein, machen auch irgendwie 400.000 Euro Umsatz, haben sie schon gemacht in 3 Jahren oder 2,5 Jahren. Haben eine, ich weiß jetzt nicht mehr,
wie genau die Bewertung war, aber ich glaube für 26% 100.000 haben sie dann bekommen, so irgendwie so. Der Martin Rohler ist eingestiegen und das war total rund. Ich traue mir auch wetten, dass das noch besser wird und so weiter. Und in solchen Unternehmen ist es einfach, da passt die Bewertung, da passt das Team, das da dahinter steht. Die werden ein super Family-Business aufziehen, von dem sie auch toll leben können. Da erwartet sich keiner einen super Exit. Und das sind so eher die runden Sachen, finde ich, bei 2 Minuten, 2 Millionen oder bei diesen ganzen Shows. Das stimmt. Ja, Ich schließe noch ab mit dem letzten Pitch. Es hat natürlich einmal gedümmelt bei der Höhle der Löwen. und zwar also was der alles investiert, ist unfassbar, oder? Es ist wirklich ein Wahnsinn. Es ist wirklich, wirklich. Aber, der holt es dann auch wieder rein. Also der ist wirklich eine Verkaufsmaschine. Aber genauso muss es laufen. Ich glaube, da braucht es einfach genau diesen Spirit braucht. Und ich finde es so cool, dass solche Leute einfach da in diesen Jurorenrunden einfach dabei sitzen und nicht nur Feedback geben, kritisch hinterfragen, sondern einfach auch richtig mit hoher Schlagzahl da einfach dabei sind und versuchen, die Dinge einfach groß zu machen. Das finde ich ganz cool. Und zwar geht es in dem Fall aber jetzt, es hat er zugeschlagen beim Lazy Leaf Blumentopf. Jetzt stell dir vor, du hast einen Blumentopf, und der hat eine automatische Bewässerung für die Pflanze mit drin. Du kannst den aus der Ferne per App, glaube ich, oder mit zeitlichen Steuerungen einprogrammieren, sodass da der Wassertank immer wieder kontinuierlich Wasser in die Pflanze gibt. Und das ist halt das Grundding gewesen. Da gab es natürlich noch Diskussionen, ja, ist der Blumentopf im Verkauf dann zu billig oder nicht? Diese ganzen Sachen haben sie da durchdiskutiert, weil sie meinten, da kannst du viel mehr noch verlangen. Und ja, er hat aber klar gesagt, ja, ist gerade gestartet. Der Gründer relativ jung, hat sein ganzes privates Geld da irgendwie reingesteckt, hat jetzt vorproduzieren lassen und gemacht und getan, hat das entwickelt. Und ja, der Dümmel hat gesagt, so pass auf, bevor hier irgendwer andere anbietet. Dein Angebot, ich nehme es an, ohne zu verhandeln, 150.000 für 20%, ich bin dabei, sag ja, jetzt, du hast du die Chance. Und die haben sofort ja gesagt, kein anderer hat irgendwas anbieten können. Er hat sofort gesagt, ja, das war der Wunschinvestor und mit dem glaubt er, dass das Potenzial einfach riesig ist. Das war lustig. Ja. Was kostet so ein Blumentopf? Er hat gesagt, aktuell glaube ich 60 Euro im Verkauf auf Amazon. Und der war aber ganz frisch gestartet zur Aufnahme der Sendung. Also da meinte er, hat er erst ganz, ganz wenige überhaupt verkauft. Und die Diskussion war aber, ob man nicht den Preis hebt. Ich habe jetzt gerade die Seite offen, weil mich das tatsächlich interessiert. Und zwar mich interessiert es deswegen, weil wir im Büro Pflanzen haben, die mal überleben und mal nicht. Die Quarantäne werden es nicht überleben, ne? Naja, Gott sei Dank sind wir ab und zu im Büro. Aber da ist so ein Selbstgieße, der kostet 30 Euro. Ah, dann haben sie es sogar runtergeschraubt. Zwei kosten 55 und drei kosten 70. Und da gibt es auch noch größere, also richtig cool gemacht auch die Seite. Ja, aber da gehen ja die Meinungen auseinander. Es waren welche, die gesagt haben, 60 Euro für einen Blumentopf ist ja viel, viel zu viel. Und dann gab es aber zum Beispiel Judith Williams, die gesagt hat, sie gibt im Baumarkt locker mal 30, 40, 50 Euro für einen schönen Blumentopf aus. Also schockiert sie das für das, was der kann gar nicht. Er ist auch schön. Er ist auch eigentlich schön und kostet jetzt 30 Euro eben so ein Blumentopf. Jetzt ein normaler Blumentopf wird vielleicht 10 Euro kosten. Aber das ist ja eben so quasi Smart-Home-Bereich. Da ist ja alles teuer. Ja, also ich kann mir sowas schon vorstellen, dass man sowas im Büro aufstellt. Ja. Weil dann sind die wenigstens immer gut bewässert. Ja. Solange du es lädst, das habe ich wieder als Problem gesehen, weil wenn ich meine Blume schon nicht gieße und jetzt auch dran denken muss, den Blumentopf aufzuladen, weil der ist akkubetrieben, damit er überall stehen kann. Dann, das ist der Schwachpunkt, den ich gesehen habe, wo ich sagen muss, naja, ob ich jetzt einmal die Woche den Akku laden muss oder ob ich einmal die Woche die Pflanze gieße, könnte aufs Gleiche. Also Martin, kannst du jetzt endlich mal den Funkstrom erfinden? Wäre das nicht mal möglich. Wenn du Zeit hast zwischen deinen Eierideen da und sonst was, könntest du den Funkstrom erfinden. Apropos Eieridee, liebe Grüße noch da draußen. Wir haben eine Zuschrift gekriegt, ein Foto vom Laufen. Da war jemand unterwegs, eine fleißige, brave Hörerin, die uns immer beim Laufen hört. Liebe Grüße, Anita. Und die ist lustigerweise an einem Eierautomaten vorbeigerannt, genau als sie die Folge von unserem Eierstand gehört hat. Und war sehr amüsiert. Das fand ich lustig. Ja, aber nochmal, du wolltest ja keinen Eierstand oder keinen 24-Stunden-Standl da aufmachen. Du willst ja
willst du dir Eierspeise kochen und die Varieté der Eier da anbieten, Streetfood-Artist Martin Behrens. Ja, und in der aktuellen Situation würde ich sogar einen Lieferservice für Eierspeise machen. Ja, es liegt ja auf der Hand. Du hast mir vorher schon gerügt, dass ich da nur so Schwachsinnsideen einbringe zum Thema Corona. Nein, das sieht sogar ich ein. Ich glaube, das ist ein Lieferservice für Eierspeise, wenn alle daheim sind und Eier gehortet haben, weil sie ja Hamstergolfe gemacht haben, dass, glaube ich, dann Eierspeise einem Lieferservice nicht unbedingt sinnvoll ist. Aber ich mag dir sagen, unsere Nachbarin, ich wohne ja am Land, unsere Nachbarin hat Hühner und ich weiß gar nicht, die verkauft, also wir kaufen mir immer die Eier ab eben. Und sie hat mir beim Spazierengehen erzählt, wie ich das letzte Mal vorbeigegangen bin, dass sie aktuell am Tag 500 Eier verkaufen könnte. Also ich keine Ahnung, was normalerweise das ist. Also ich schätze, 500. Normalerweise verkauft sie, glaube ich, am Tag 50 Eier oder ich weiß nicht. So hat sie so viele Hühner? Nein, überhaupt nicht. Aber die Nachfrage ist so groß. Ach so. Und also sie ist ständig ausverkauft. Also wir sind der brave Kunden der ersten Stunde und kaufen das immer dort. Und wie gesagt, ist unsere Nachbarin. Aber jeder, der jetzt da in Quarantäne spazieren geht, kauft jetzt lieber regional. Wir haben hier in der Umgebung auch diese Eierstandl, was die Anita da gepostet hat. Die gibt es bei uns viele. Also das geht vom Milchstand bis hin zu so Gemischtständen. Da gibt es so Kuchen, genauso wie Speck und irgendwelche Wurstprodukte bis hin zu Säfte, Joghurt. Gibt es in so Stände, kannst du 24 Stunden hingehen und einkaufen und dann schmeißt du in seine kleine Holzbox das Geld rein, alles auf Vertrauen. Und das gibt es bei uns sehr viel, die sind aber regelmäßig hier ausverkauft, weil die Leute natürlich viel regionaler jetzt kaufen. Ja. Aufgrund dieser Quarantänesituation, aufgrund der Krise, ich glaube auch, dass das wieder zu viel mehr Umdenken absolut führen wird. Ja. Und da auch vielleicht für das eine oder andere Startup durchaus Potenziale drin liegen. Auch nicht nur für Startups, ich weiß auch von größeren LEH, also Lebensmitteleinzelhändler, die über solche Konzepte nachdenken. Ja, macht voll Sinn. Hast du noch ein Highlight aus 2 Minuten 2 Millionen? Nein. Passt. Dann ist es nämlich vielleicht die perfekte Überleitung jetzt von dem Eierspeisenstand wieder zu Step by Step. Step by Step, legst du los. Step by Step, machst du es groß. Denn wir haben das letzte Mal ja darüber gesprochen, okay, was ist am Anfang die Idee und das Businessmodell? Und ja, ist natürlich jetzt das Thema, vielleicht was man mal diskutieren könnte. Wie geht es dann weiter? Wo starte ich? Also ich habe jetzt meine Idee, ich habe mir überlegt, wie ich das Ganze vielleicht vermarkten könnte oder auf welche Wege und was ich dafür brauche mal grundsätzlich und habe quasi die Business Model Canvas ausgefüllt, habe einen Ansatz, habe vielleicht eine Mitgründerin oder einen Mitgründer, wie auch immer. Jetzt ist die Frage, vielleicht sollten wir da ein paar Infos geben, wie startet man dann in die ersten richtigen Schritte? Weil wir wollen das ja aufbauen, deshalb gibt es ja die Kategorie und deshalb habe ich mir gedacht, was kommt nach Idee und Grundkonzept vom Business? Was sollte man tun und wie startet man? Ja. Hannes. Ja. Also, soll ich wieder gescheite Sachen sagen? Nachdem ich bei Corona heute so ausgelassen habe, muss ich jetzt hier gescheite Sachen sagen. Ja, also ich glaube, das also, ich ein Tipp. Ich ja. glaube, dass ab dem Zeitpunkt, kommt jetzt extrem natürlich auf das Produkt drauf an, aber ein Prototyp ist immer eine gute Sache. Weil beim Prototyp beweise ich mal, dass das Ding tatsächlich produzierbar ist in irgendeiner Art und Weise. Das ist natürlich oft schwierig, das ist mir schon bewusst. Aber selbst wenn es zum Beispiel irgendein Kunststoff-Spritzgussteil werden soll, dann kann ich das mit 3D-Druck machen. Wenn es eine Software sein soll, kann man meinen ersten Prototypen hinstellen. So wie bei uns, wir sind halt in den Supermarkt gegangen und haben aus irgendwelchen bestehenden Wachsstreifen was ausgeschnitten und so weiter. Haben wir mal eine schöne Verpackung gestaltet. Das ist natürlich noch nicht super gefinished nachher. Aber mit dem ersten Prototypen siehst du dann tatsächlich mal dein Produkt live werden und der Riesenvorteil ist, nicht nur einen Prototypen idealerweise machen, sondern ein paar. Du kannst aus diesen Prototypen dann schon durchaus erste Präsentationen machen, du kannst es auch vielleicht kritischen Geistern mal vorlegen und sagen, was hältst du davon? Du kannst zum ersten Kunden gehen und sagen, hey, schau her,
Oder, so wie wir vorher gesprochen haben, wenn du zum Patentanwalt gehst, kannst du sagen, hey, schau her, so soll das Ding werden. Die können sich dann viel mehr vorstellen wie von irgendeinem Business Canvas. Also ich glaube, der nächste Schritt ist sicher mal das Thema, irgendein Prototyp hinzustellen. Und das sollte man in meiner Welt auch immer schaffen, ohne dass man da massiv Geld von anderen sich aufnimmt, sondern bis zu dieser Prototypenphase muss man aus meiner Sicht mal kommen, weil sonst wird es sehr schwierig. Weil was willst du herzeigen, in was investiert man sonst? Das heißt, der erste Tipp wäre jetzt quasi, dass man einfach sagt, okay, man setzt es mal prototypisch um, egal ob das jetzt ein Digitalprodukt ist, was technisch ist, dass man zumindest mal irgendwas in der Hand hat, wo man wohin gehen könnte und auch zeigen können, schau mal, das ist es eigentlich und so möchte ich diese Sachen jetzt in weiterer Folge dann angehen. Ja, du hast da zum Beispiel, ein Freund von mir wollte mal was zum Thema Schneeketten machen und da war auch mein Tipp, geh und bastle dir das zusammen, geh zu irgendeinem Bastler, der soll das mal machen. Ob das jetzt dann genauso in Massenproduktion gefertigt werden kann, das sei mal dahingestellt. Aber es ist natürlich auch gut, wenn du zu einem Massenproduzenten dann gehst oder zu einer größeren Firma und du hast das in der Hand, können sie sich einfach viel mehr vorstellen, als wie du sagst, ich brauche irgendwas für Schneeketten. Also darum, ich glaube, diese Prototypenphase ist eine essentielle und die sollte man, da sollte man echt basteln. Vielleicht schaut es mal nicht so gut aus, das kann alles sein. Aber ich sollte zumindest einigermaßen die Funktionsweise nachher überprüfen können und sagen, so soll das Produkt eigentlich ausschauen. Das klingt doch gut. Zumal man muss ja auch sagen, man muss das ja nicht zwingend als Echtprodukt haben. Mal angenommen, ich habe eine neue Idee für eine Spritzgussmaschine, dann wird es wahrscheinlich schwierig, das Ganze zu machen. Logischerweise. Aber dann sollte ich halt in die Planung dieses ersten Prototypen einfach Zeit investieren. Das heißt, mit wem könnte ich reden, um sowas hier hinzustellen? Was braucht es? Die technischen Pläne, alle Validierungen, die da vielleicht notwendig sind und alles, was nur irgendwie geht, vorbereiten, damit es ansatzweise in der Theorie zumindest stimmt. Schauen, aber wenn wir bei Spritzgussmaschinen bleiben, wenn du eine Idee hast, dass du Spritzgussmaschine neu machst, dann kommst du in der Regel aus dieser Szenerie heraus oder hast mal wo gearbeitet. Das heißt, dir ist auch bewusst, was so ein Ding kostet und ich glaube, wenn du da der Techniker bist, dann wirst du es schon so weit schaffen, dass du zumindest ein 3D-Modell auf die Welt bringst und sagst, so soll das ausschauen und so weiter. Das ist ja in so einer Welt dann total legitim, dass man dann mal sagt, okay, so würde die Maschine ausschauen. Jetzt zum Produzieren kostet es mehrere hunderttausend Euro und dann kannst du ja immer noch irgendwie eine Finanzierung aufstellen. Aber wenn du jetzt sagst, naja, aber super Idee für Spritzgussmaschine, das brauche ich ein paar hunderttausend Euro, damit es mir irgendwer zeichnet, weil ich glaube, das funktioniert so, wird wahrscheinlich nicht so gescheit sein. Und wenn wir beim Blumentopf von vorher bleiben, das ist aus meiner Sicht andere Größenordnung. Dann soll von mir aus dieser blöde Blumentopf 500 Euro kosten oder 1000 Euro, wenn du ihn mit allen möglichen 3D-Verfahren machst und so weiter. Aber diese 1000 Euro, sagen wir, die sollte man schon investieren und schon haben, weil sonst braucht man dieses ganze Unterfangen gar nicht starten. Das finde ich gut. Und dann generell kann man ja dazu sagen, also wenn man nicht weiß, woher kriege ich das, wie finde ich die richtigen Leute, da bietet es sich natürlich dann an, in dem Moment einfach mal zu ein, zwei potenziellen Unterstützern zu gehen. Und da rede ich nicht von Investoren, sondern von der Wirtschaftskammer, von Inkubatorprogrammen. Die sind ja relativ ehrlich und offen und geben einem auch Kontakte. Hey, hier gibt es den und den, der 3D-Prototypen macht. Oder du brauchst vielleicht jemanden, der technisch zeichnen kann. Dann haben die vielleicht auch einen Tipp, an wen du dich wendest. Also ich glaube, das ist so die Phase, wo man in losem ersten Kontakt mit denen einfach stehen kann und sich dort auch mal Feedback grundsätzlich holen kann, bevor man sehr, sehr viel Zeit und Arbeit reinsteckt in so ein Prototyp. Gleichzeitig aber vielleicht das Netzwerk da aufbauen könnte. Ja, also ich glaube, wir waren bei Techtopie. Und das hat uns sehr, sehr geholfen. Ja. Aber da gibt es viele, wo man hingehen kann in den Bundesländern. Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile ein sehr gutes Ökosystem, wie ich finde. Absolut. Ich glaube, gerade in Österreich ist da ganz, ganz viel möglich. Für alle als Tipp auch, die vielleicht da Designunterstützung brauchen, weil sie nicht die Kreativen sind oder so. Da gibt es ja sogar
erstens kann man selber investieren, zweitens gibt es immer Studierende, die man irgendwo online über Facebook-Gruppen und Co. mal fragen kann, ob die da unterstützen würden für einen geringen Obolus. Und es gibt ja sogar zum Beispiel von der AWS den Kreativcheck immer mal wieder ausgeschrieben, wo du einen gewissen Teil von Design und Kreativleistung zum Beispiel gesponsert kriegst. Also all sowas kann man natürlich da ausnutzen, aber gleich der Tipp, holt euch nicht einfach einen Investor rein, nur weil ihr Geschäftsmodell und irgendeine Idee habt, ohne irgendwas dahinter gemacht zu haben, weil das könnte erstens teuer werden und zweitens ist es einfach schade drum und ja, außerdem wird es schwierig wahrscheinlich in der Phase schon, wen zu finden und zu haben. Wenn ihr eine schöne Präsentation wollt, dann geht zu Kathi und Bezi. Genau. So ist es. Aber ja, das heißt, was parallel dazu, glaube ich, aber wichtig ist, weil nur wenn man das Business Model ja mal skizziert hat oder sich überlegt hat, kann man in dieser prototypischen Ausarbeitungsphase auch das immer wieder hinterfragen, weil man wird ja auf Probleme vielleicht da stoßen. Ich nehme jetzt das Beispiel Presono. Wir haben halt damals diese PDF gebaut mit Screen Designs und das war noch bevor wir offiziell bei Tech2B waren, weil wir haben die Unterlagen zum Pitching dort mitverwendet. Wir hatten zwar Kontakt und haben Feedback gekriegt, aber offiziell aufgenommen waren wir noch nicht und wir haben ja auch die ganze Zeit unser Geschäftsmodell hinterfragt und aktualisiert über arbeitet, erweitert, auch in Feinheiten auf Basis dessen, dass wir unser Produktprototypisch da konzipiert haben. Und da kommt man ja schon auf Möglichkeiten und Ansätze. Darum habe ich auch vorher gesagt, ich glaube, man sollte dann auch relativ schnell so eine Präsentation machen, einfach und dann auch mal ein bisschen nach draußen gehen. Wie gesagt, ein bisschen Vorsicht bei Patenten und so, das ist schon klar. Aber wenn dem nicht so ist, dann einmal rausgehen, einmal durchaus mit Leuten reden und ein bisschen ein Feedback einholen. Und das Feedback nicht immer als Kritik, oh mein Gott, jetzt will er das nicht. Und auch bitte nicht immer nur zu diesen Ja-Sagern. Sondern wusste einfach, ich, dass du das sagst. Weil es mir einfach so nervt. Aber einfach normale Leute, Kunden eventuell und dort auch durchaus zuhören. Kann man immer gut gebrauchen dann am Ende des Tages und immer wieder erweitern, ja, vielleicht auch ins Produkt mit einfließen lassen. Und da ist jetzt generell vielleicht auch der Tipp, ich glaube, dass das für viele am Anfang schwierig ist, wenn man es nicht schon mal gemacht hat oder der Typ dafür ist. Es gibt häufig ja harsche oder ehrliche Kritik und es gibt auch Leute, und mittlerweile muss man sagen, zählen wir wahrscheinlich sogar dazu, die sehr, sehr tief und kritisch Dinge hinterfragen. Und das sind aber rückblickend betrachtet, auch wenn es mich selber sehr genervt hat zu der Zeit, sind das die Leute, durch die man am meisten vorankommt, weil durch das kritische Hinterfragen zeigt man entweder einerseits natürlich einen gewissen Ehrgeiz und auf der anderen Seite hat man dadurch einfach die Möglichkeit, das wirklich nochmal zu schauen, stimmt das? Und es bringen diese kritischen Hinterfragungen einfach wirklich viel, viel weiter als alle Leute, die sagen, oh, ist eh ganz schön oder so ein bisschen nett drumherum Kritik formulieren. Ich glaube, lieber dreimal mehr quasi gedanklich oder bildlich gesprochen zerlegt worden sein und dann aber das sinnvoll umsetzen, mitnehmen, überarbeiten. Ich glaube, das bringt jedem viel, viel weiter, als sich fünfmal so seichtes, ja, ihr könntet ja an dem und dem arbeiten, einfach nur anzuhören. Und das muss man auch sagen. Und ich weiß auch, dass das schwierig ist. Also ich habe da selber am Anfang mit gekämpft, mit dieser sehr harten Kritik von manchen Leuten. Das ist aber gut und rückblickend bringt einem das einfach am meisten. Das sollte man vielleicht da in die Runde werfen. Das ist, somit schließen wir die heutige Kategorie Step by Step. Ja, können wir machen. Ich glaube, da kann man sich vielleicht für sich selber wieder was überlegen. Und mein Step wäre jetzt quasi, dass ich mal diesen Eierspeisestand im Kleinen ausprobiere, indem ich es daheim mache und einfach auf der Landstraße nach und fort gehen Leuten das in die Hand drücke und sage, wäre das nicht was? Und dann sagen alle zu dir, nein, ich will zu dir nach Hause kommen. Könnte man das nicht wie sonst immer machen? Es interessiert mich dieses Eierstandl da nicht. Ich möchte zu dir nach Hause. Hast du ein schönes Bett? Da schlafe ich dann. Und dann passe ich mein Geschäftsmodell an. Und dann ist es. Du bietest deine Wohnung einfach für alle Angesoffenen aus Linz an, die nach dem Fortgehen zu dir für Eierspeise kommen. Ja, ist das nicht? Bau deine Wohnung um zu dem Eierstandl. Das wäre. Ja, jetzt bin ich aber auch. Jetzt on fire, würde ich sagen. Pfeif drauf, alles raus aus deiner Wohnung. Du brauchst ja eh alles nicht. Dort machst du das Eierstandl rein und du gehst jedes Wochenende fort und suchst dir die versoffensten Typen, die du dort findest und sagst, da willst du nicht zu mir nach Hause kommen, ich habe Eierspeise, kostet nur 5 Euro. Das Problem ist aber, dass genau diese Leute ja erstens meistens schon, na, das ist schwierig, ich will die nicht unbedingt alle bei mir zu Hause haben, ich sehe das sehr kritisch, bin nicht sicher, ob das gut ist. Na, aber so kannst du es testen. Ja, so kann ich es testen, das stimmt. Aber wenn dann 5 Leute bei mir im Wohnzimmer am Boden schlafen. Ja, was heißt 5? 50?
Du musst 50 holen. Du musst dir dann 5 Euro für die Eierspeise verlangen. Dann machst du 250 Euro Umsatz. Was ist da? Da bleibt was. Ja, aber nur wenn sie nicht die Wohnung zerlegen in ihrem Zustand. Also. Ja, ein bisschen Kollateralschäden am Anfang, muss man hinnehmen. Ja. So, was haben wir denn noch für eine Kategorie heute? Oder haben wir noch irgendwas? Ich hätte noch, theoretisch hätte ich da noch Hannes Reisetipps. Hannes Reisetipps. Und zwar, Hannes, was hast du an Tipps vielleicht für schon den erfahreneren Gründer, die erfahrenen Gründerinnen, CEOs und Co.? Wie sollte man sich auf Reisen verhalten in Bezug auf sein Team, in Bezug auf die Reise allgemein? Ich frage deswegen, du hast da anklingen lassen, dass du vielleicht eine schöne Geschichte hast, wie man sich nicht verhalten sollte. Und Ich hab unendlich viele Geschichten, leider glaube ich, für Sachen, was sollte ich besser nicht machen beim Reisen. Und da kann ich aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Ich sage wieder nicht, welche Firma. Aber ich war unterwegs Business, also nicht Business, wir waren unterwegs zu einem Business-Meeting, Management-Meeting nach, ich glaube, Südafrika. Bin mir jetzt nicht mehr ganz, ja, Südafrika, also, doch, bin mir sicher, Südafrika. Flug, glaube ich, 12 Stunden oder so. Kann man mal machen. Kann man machen. Das Gute ist, dass die Zeitverschiebung nicht viel ist, ich glaube nur eine Stunde oder so, aber jedenfalls dort runterfliegen. Ich natürlich, kleiner Maxi, fliege Holzklasse, was für mich durchaus okay ist, aber es ist alles andere als lustig. So, wie ich gesagt habe, Management-Meeting. Das heißt, Geschäftsführung und andere Menschen sagen, naja, warte mal, 12 Stunden fliege ich da, da checke ich doch ein Business und wenn es ein Upgrade auf First gibt, mache ich das auch. Gut. Sagen wir mal, wenn du dann dich am Linzer Flughafen triffst und sagst, hey, heute fliegen wir alle wieder eine anstrengende Reise, dann ist, wenn das aus meinem Mund kommt, aus meiner Sicht, ist das berechtigt. Wenn das aus der Geschäftsführungsmund kommt, nicht mehr ganz so berechtigt, weil da gibt es schon einen kleinen Unterschied, ob meine Knie 12 Stunden mir in meinen Bauch hineindrücken oder ob ich in der First Class meine eigene Kabine habe. Gut. Ja. Aber, das heißt, Tipp Nummer 1, und so mache ich es auch, ich fliege in derselben Klasse wie meine Mitarbeiter. Und das, ich fliege auch oft mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Matics. Und ich käme nie auf die Idee, dass ich im Business sitze und meine Mitarbeiter hinten. Es ist einmal schon vorgekommen, da war aber ich absolut nicht fit und habe das auch mit Mitarbeiterinnen abgeklärt. War okay für sie. Wir haben für sie, glaube ich, ein Upgrade auf die Premium Economy oder so gemacht. Dann. Aber es war okay. Aber da habe ich dann den ganzen Flug schlechtes Gewissen. So, jetzt kommen wir wieder zu dieser Geschichte. Ich sitze 12 Stunden lang in dieser verschissenen Economy und vor mir sitzen Inder. Und mit ihren Turbanen. Und das war überhaupt sehr internationaler Flug, ich glaube aus Frankfurt dann. Und sagen wir mal, die Körperausdünstungen und wie man in unterschiedlichen Kulturen mit manchen Sachen umgeht, ist sehr unterschiedlich. Dieser Inder hat sich zum Beispiel regelmäßig abgegurtet, ist aufgestanden, wie gesagt, er ist vor mir gesessen, hat sich auf den Gang gestellt und ich hatte auch einen Gangplatz, hat seinen Popo zu meinem Sitz gedreht und hat Butschis gelassen, weil er nämlich Blähungen hatte. So, das war so weit, bis dass die Stewardess mit Raumspray irgendwas dahergekommen ist, weil es dort schon so gestunken hat, dass es nicht mehr lustig war. So, das war mein Flug nach 12 Stunden. So, jetzt kommen wir wieder zu dem Tipp. Hätte das Management-Team das auch so miterlebt, hätten sie wahrscheinlich auch gesagt, boah, war ein zähes Unterfangen hier. Wir haben uns dann in dem Gang getroffen, wo so Economy und First Class sich wieder treffen. Und der erste Satz war zu mir, na, war eine harte Reise. Und das, obwohl es im First-Class-Bereich ihren... Ich glaube nicht, dass der Inder da vorne seine Buschis gelassen hat. Aber gut, also sowas willst du nicht hören.
Aber du kannst dem Ganzen die Krone aufsetzen. Tipp Nummer 2. Ich bin ja auch Frequent Traveler und habe Zugang zu den Lounges dieser Welt. Ich gehe aber nur dann in eine Lounge, wenn meine Mitarbeiter mit mir mitgehen oder auch die Möglichkeit haben. Oder ich nehme sie mit und muss mal zahlen oder was auch immer. Also es gibt 100 Möglichkeiten. Aber, und jetzt kann ich wieder erzählen, dort Flughafen Südafrika, wenn dir dann dieses Management-Team runterwinkt von der Lounge, wo sie dich theoretisch sogar mitnehmen hätten können und du unten sitzt bei Händeln und weiß nicht was, was die dort alle im Flugzeug mitnehmen und es war irrsinnig heiß und laut und dreckig und so weiter und die winken dir aus der Super Premium Senator Lounge runter, dann ist es auch so ein Tipp für alle, vielleicht sollte man das entweder schaffen, dass die Mitarbeiter mit hochgehen, dann ist ja das ganz nett, oder man bleibt einfach auch unten. Ich finde, das gebührt der Anstand und das so mache ich das. Und mein Abschlusssatz ist, führen durch Vorbild, wenn du einfach so wer bist, ist es einfach schwierig. Ich wollte gerade sagen, da sind wir eigentlich beim Thema Führung und Verhalten und Vorbildverhalten und Vorbildwirkung und was man tun sollte oder eben auch nicht. Und da sind wir, glaube ich, ganz stark. Es ist für mich auch total okay. Schau, ich habe zum Beispiel einen auch aus derselben Firma, einen im Management gehabt, der ist auch in der Economy gesessen, aber hat sich Premium Economy oder diesen Notausgangssitz gegönnt oder so. Da hat kein Mensch irgendwas gesagt. Es ist, der reist viel, alles ist gut. Also das sagt ja keiner. Selbst wenn das Management-Team im Business sitzt und sie quasi uns Fußvolk die Premium Economy gibt, hätte ich auch noch gesagt, na auch okay. Die sollen, die reisen so viel und so weiter. Ich glaube, man ist ein schmaler Grad. Aber wenn du einfach den Gap so weit aufmachst, das ist einfach wirklich schwierig, finde ich. Ja, vor allem dann und wieder das so richtig zu stellen. Da kannst du dir mit einer so einer Aktion, kannst du dir langfristig so viel kaputt machen. Also ja, und das ist eine Schwierigkeit. Also das war jetzt der Reisetipp. Aber ich habe auch einen anderen, also wieder führen Thematik. Es geht auch ins andere Extrem, wenn zum Beispiel, ich sage jetzt mal, der Geschäftsführer das Auto. Auto ist ja sehr emotional immer. Wenn es da der Geschäftsführer einen extrem Wahnsinnsauto fährt und das einfach in überhaupt keiner Relation mehr steht, kann es ein Problem werden. Aber es geht in die andere Richtung auch. Habe ich auch schon erlebt, wenn dann auf einmal das Auto irgendwas ist, halb zerfällt in einer Firma, die sehr viel Gewinn macht. Dann fragen sich natürlich auch berechtigte Mitarbeiter, naja, arbeiten wir so schlecht, dass ich da nicht mal ein Auto leisten kann, was normal ausschaut. Ja. Und ich glaube einfach, der gesunde Hausverstand, es wird sich kein Mensch aufregen, wenn der Geschäftsführer mit dem Audi A6 fährt oder irgend so und der normale Mitarbeiter den VW Passat hat oder irgend so, oder so wie es wir bei Presono haben, die Skoda-Richtlinie. Aber man muss halt einfach aufpassen, dass die Schere nicht so weit auseinander geht, und das ist auch wieder replizierend auf diese Reise, einfach ein bisschen überlegen, was dem anderen gut tut und was dem anderen nicht gut tut und was ihn vielleicht ärgern kann. Ja. Ja, klingt doch gut. Danke für diesen Reisetipp und für diesen Lebenstipp, den wir da jetzt quasi noch mit reingepackt haben und allen mitgeben. Ich glaube, das Thema Führung ist generell irgendwann mal ein spannendes. Da können wir sicher auch mal stückchenweise über das eine oder andere Thema daraus sprechen. Aber ja, dann haben wir heute, glaube ich, mal wieder ein buntes Mischmasch, eine viel längere Einleitung zum Thema Covid-19, als wir das ursprünglich angedacht haben, aber das ist natürlich trotzdem das Thema. Es ist in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung. Wir können uns ja auch anhand der Entwicklung der nächsten Wochen und was dann auch passiert, auch mal anschauen, ob es Sinn macht, da tatsächlich mal eine Detailfolge zu machen und wirklich in bestimmte Themen reinzugehen, oder eine Folge, die wieder komplett ablenkt und wir schneiden das Thema nicht mehr an, oder wir machen beides. Also das... Naja, nächste Woche kann, wenn's gewünscht ist, kann ich mal sagen, was wir, also es geht erst ab nächste Woche wahrscheinlich, ein bisschen, was wir so als Alternative jetzt gemacht haben. Sehen wir, ob sich das wirklich bis dahin ergibt. Dann erzähle ich gerne mal aus dem Nähkästchen, wie wir da jetzt versuchen, durch die Krise zu schiffen. Das klingt gut. Ich zum Abschluss noch was Lustiges, wir haben es schon geschrieben.
ich habe mehrere Thesen, was durch die Quarantäne bzw. diese Ausgangsbeschränkungen passiert. Ich glaube zum einen, dass die Geburtenrate so zum Jahreswechsel hin dann deutlich ansteigen wird, weil alle Leute jetzt daheim sind und Zeit haben, zu zweit oder zu dritt, wie auch immer man jeweils aufgestellt ist daheim. Du mauserst dich zum Sexmatten hier in diesem Podcast. Das ist ein Gerücht, aber jedenfalls haben die Leute Zeit dafür. Das ist These 1. These 2, es gibt nach den ganzen Ausgangsbeschränkungen und Co., wenn das alles wieder ganz normal ist, gibt es eine erhöhte Trennungs- und Scheidungsrate. Das ist meine zweite These, die ich in den Raum stelle. So, Hannes, was hast du noch an Thesen? Also erstens glaube ich, dass beide Thesen eintreten werden, weil ich glaube in China, habe ich das gelesen, haben sie schon eine der höchsten Scheidungsraten jetzt nach dieser Geschichte. Es ist ja auch tatsächlich, ist ja in jeder Beziehung so, dass nach dem Urlaub oder im Urlaub oft gestritten wird, weil man es einfach nicht gewohnt ist, dass man 24 Stunden aufeinander klebt und nichts anderes ist jetzt gerade. Ja. Ja, ist es, glaube ich, für jeden eine Challenge, wenn du dann noch Kinder auch hast. Kinder bespaßen in dieser Zeit ist wirklich nicht ganz so easy. Und ja, es gibt wahrscheinlich dann noch mehrere Thesen, dass sie halt viele, weiß nicht, nachher den Freiraum mehr suchen. In unterschiedlichsten, kann im Sport sein oder so, oder dass man einfach viel mehr mit seinen Freunden wieder machen will. Also ich glaube, dass nachher das Leben bewusster ist und dass es auch wieder viel mehr um das Thema Freiheit und Freiraum geben wird. Und auch das, glaube ich, wird für Beziehungen wieder eher schwierig, weil jetzt hast du dich umgestellt auf so viel Zeit miteinander und dann wollen Menschen wieder die Freiheit genießen. Also es wird, glaube ich, überhaupt die nächsten Jahre wird diesbezüglich ja wieder schwierig. Es wird spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ich fände es interessant, wenn du nächste Woche vielleicht da schon mehr Insights geben darfst, dass wir vielleicht darüber sprechen, was sich da so getan hat. Ich weiß ja schon ein paar Dinge mehr. Ich glaube, dass das wirklich interessant zum Hören wäre. Erstens, wie kommt man darauf die Idee und wie geht man das an und was macht man, wenn das alles funktioniert? Warten wir es ab, sonst verschieben wir es um noch eine Folge. Und da haben wir sicher ein sehr, sehr schönes Thema. Ansonsten, glaube ich, können wir vielleicht drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob ich da schon ein Update habe, vielleicht zum Status unseres Investments, was aus 2 Minuten, 2 Millionen ja offen und seither in Verhandlung ist. Da steht natürlich auch nichts still. Da kann ich gerne auch ein paar Einblicke zu geben. Und vielleicht ist das dann auch mal, wenn das durch ist, final am Ende dann ein Punkt, wo man das Thema Investment mal in irgendeiner Folge beleuchten kann. Vielleicht nicht gleich nächste Woche, aber da gibt es sicher mal die... Wie viel Sendung ist das heute? 8, oder was? Das heute ist die 8. Folge, Achtung, Achterbahn. Das heißt... Wahnsinn. Triple Eight. Okay, also das heißt, eigentlich haben wir ja gesagt, nur 5 bis 10 Folgen. Wie ist denn da der Status eigentlich? Das heißt, machen wir es jetzt noch 2 Wochen und dann ist es aus, oder? Ja, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt bis zur 10. Folge. Wir haben nach der 5. gesagt, dann machen wir die 10 voll. Und ich würde vorschlagen, nach der 10. Folge schauen wir uns an, wie es uns geht, wie es mit der Themensammlung aussieht, wie es mit den Zuhörerinnenzahlen ausschaut. Das schwankt ja immer mal. Und wie das Interesse jeweils ist. Oder auch, ob wir einen Pivot hinlegen bei der inhaltlichen Konzeption der Sendung. Und in irgendeine andere Richtung gehen und einen Sex-Podcast daraus machen. Wir werden wahrscheinlich mehr zuhören. Nein, vielleicht aber, hat man dann auch mehr Sponsoren. Also, aus meiner Sicht ist das vielleicht das Thema, was wir uns anschauen sollten, in oder nach der 10. Folge. Das heißt, 2 Folgen noch. Wir wissen jetzt schon, dass die aus der Ferne stattfinden werden müssen. Das heißt, auf diese Art und Weise, wie wir es jetzt gerade auch wieder machen. Und ja, die machen wir mal und nach der 10. schauen wir uns an, was es da ist. Ich glaube, wir haben bis dahin noch 1, 2 spannende Themen. Vielleicht ist eh das Thema Investment was für die 10. Staffel, wo man ein bisschen drauf eingehen kann. Und bis dahin schauen wir, dass man da noch ein paar Themen zusammenbringt. Wie immer sind wir offen für alle Inputs. Das heißt, die Themenwünsche sind jederzeit willkommen. Wir wollen ja was eine Mischung aus... Du hast mir erzählt, es sind schon wieder Ideen gekommen zum Thema Startup-Ideen und so. Also vielleicht lassen wir da eine Idee mal nächstes Mal wieder einfließen, über die wir besprechen. Gerne. Wir besprechen können. Und ja, an alle der Aufruf, bitte schickt uns eure Ideen. Wir haben Spaß dran. Schickt uns eure Geschäftsideen. Und geben dann auch gerne Feedback zu dem Ganzen. Keine Sorge. Und
ja, auch sonst immer wieder teilen, sage ich. Genau, liken, sharen, teilen, hören. Danke an alle, die das fleißig tun. Und jetzt in der Zeit haben sowieso alle mehr Zeit zum Hören. Also ich habe vorhin nachgeschaut, wenn man es noch nachhören möchte, kann man das noch. Jetzt mit der Folge sind wir dann bei ca. 8 Stunden 40 an Material, wo man uns zuhören kann. Das heißt, das ist so ein entspannter Samstag, wenn man einfach mal das Gefühl hat, mit Hannes und Martin möchte man einen Samstag verbringen, dann hört man einfach von Beginn an mal alles durch. Weil besuchen kann man uns jetzt gerade nicht. Aber nein, also tatsächlich Themen und Wünsche willkommen. Wir nehmen gerne alles Mögliche auf, auch Anregungen in jeglicher Form oder auch Botschaften, die man irgendwie rausentragen will, einfach zu uns schicken. Ich würde sagen, am meisten gefällt uns aber Lob. Ja, immer. Also ich lese ja auch nur die Nachrichten, wo man uns lobt. Da ist wichtig, dass man kritikfähig ist. Nein. Also an der Stelle danke an alle. Ich würde sagen, wir beenden das für heute. Es ist Mittwochmittag. Hannes, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe vorhin extra gezählt. Ich habe die 31. Arbeitsstunde heute vor unserem Podcast bereits geknackt diese Woche und bin dementsprechend motiviert, jetzt weiterzumachen, damit ich meine To-Do-Liste irgendwie mal kürzer bringe. ja. Also ich glaube, dass ich da wenig nachstehe. Ich glaube auch. Und bin jetzt dann, bei mir geht es jetzt aber gleich munter weiter, ich lege jetzt auf und dann habe ich schon die nächsten Calls und Nachrichten. So soll in diesem sein. Sinne sage ich Adios an alle, schön, dass ihr wieder zugehört habt, danke, teilt uns, empfiehlt uns weiter. Wir freuen uns auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und das letzte Wort hat wie immer der Chef dieser Sendung, der Martin. Ja, mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen. Es ist gar nicht immer so. Das ist nicht immer so. Ich sage auch danke. Wir hoffen, das war wieder eine Mischung aus Informationen, Live-Einblick aus unseren Unternehmungen und ein bisschen Unterhaltung, vielleicht auch was zum Lachen dabei. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Habt eine schöne verbleibende Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Das war die 8. Folge. Achtung, Achterbahn. Macht's gut. Ciao, ciao.